Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 2 mit Claire im A-Szenario. Ja, und wir sind jetzt gerade eigentlich angekommen erst im Polizeirevier und wollen jetzt erstmal so Stockwerk für Stockwerk alles, ja, hier entgiften, sag ich mal. Also alle Zombies vernichten, die da sind. Da kommt man noch gar nicht rein, okay. Dann gehen wir mal hoch ins Stars Büro. Da werden wir wahrscheinlich dann Hinweise auf Chris finden. Vermutlich. Ja klar, sein Tagebuch liegt da ja rum. Und da dürften wir ja normalerweise auch Leon treffen. Ich weiß gar nicht, ist das jetzt in diesem Szenario auch so? Ich glaube schon. Weil Leon ist jetzt ja von der anderen Seite reingekommen. Das ist schon sehr, sehr interessant. Dieses Rätsel könnten wir eigentlich lösen, fällt mir gerade ein. Das können wir schon mal machen, genau. Dann schieben wir hier schon mal. Das müsste schon reichen. Ach so. Ist es da eigentlich wurscht, wen ich wohin schiebe? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Nee, ist es glaube ich nicht. Ich muss dich schon zur anderen Seite schieben, ne? Guckst du sonst in die falsche Richtung. So. An der Statue steht doch, glaube ich, auch was, wenn die Blicke sich treffen oder sowas in der Richtung, ne? Naja, also gut, wir schieben dich jetzt auf jeden Fall auf das Gedöns. Bis das Klackgeräusch das Vertraute ertönt. Sollte kommen. Jawohl. Genau, und ich schiebe dann auch da lang. Ah, komm her. So. Ach ja, die schönen alten Schieberätsel. Das gibt es ja in den modernen eigentlich auch gar nicht mehr, obwohl es nicht so schlimm ist. Das ist halt eher so ein bisschen Nostalgiefaktor, aber das würde jetzt zum Beispiel in einem Resident Evil 7 auch nicht passen, so ein Schieberätsel. Wobei Teil 7 jetzt echt schon einer meiner Favoritenteile ist von allen Resident Evil Spielen. Das ist tatsächlich so. Also ich finde Teil 7 so genial. So eine schöne, moderne Umsetzung, kann ich nur empfehlen. Habe ich auch Let's Played, wer es noch nicht gesehen hat. So. Jawohl. Von der Hauptreihe fehlt mir jetzt eigentlich nur noch Resident Evil 6. Kommt vielleicht irgendwann, aber will ich jetzt noch nicht versprechen. So, roter Edelstein, den nehmen wir natürlich mit, klar. Was stand da jetzt für ein Text? Auf dem Halter steht, der Gott der Sonne und der Gott des Mondes. Wenn ihr Blick auf mich ruht, auf mir ruht, findet meine Seele endlich Frieden. Genau, das war der Hinweis darauf, wie rum die Statuen praktisch da, ja, positioniert werden müssen. Okay, jetzt müssten hier aber wahrscheinlich ein paar Zombies rumlungern. Oder auch nicht. Okay. Ja, dann gehen wir halt hier rein. Kriegen wir jetzt hier unsere Armbrust? Wahrscheinlich, ne? Ich denke mal. Oh. Gucken wir uns mal um. Und? Ach, wir kriegen eine Schrotflinte? Nee, die Granatwerfer! Okay, das wusste ich gar nicht mehr. Wir kriegen mit Claire den Granatwerfer. War das sonst auch so? Ich weiß das. Jetzt bin ich schon wieder am Zweifeln. Bekommen wir mit Claire normalerweise den Granatwerfer? Wahrscheinlich, ne? So, da ist, glaube ich. Ist da nicht ein. Da ist kein Dings drin in dem Erste-Hilfe-Pack. Erste-Hilfe-Spray meine ich. Über verschiedene Fälle nichts, was hilfreich sein könnte. Ja, soll ich euch jetzt dieses Easter Egg zeigen? Nimmt ein bisschen Zeit in Anspruch, aber ich zeige euch das. Ich kann ja währenddessen ein bisschen was erzählen. Dann nehme ich aber trotzdem das Tagebuch schon mal hin. Chris Tagebuch. Könnt ihr euch lesen? Könnt ihr euch lesen? Könnt ihr euch durchlesen? Und zwar gibt es gleich ein verstecktes Foto zu finden. Das wusste ich nicht. Das habe ich auch erst beim Dennis im Let's Play gesehen. Das werde ich euch dann wohl gleich mal zeigen. Vielleicht schneide ich es zusammen. Ich glaube, ich schneide es nicht zusammen. Aber, oder vielleicht auch doch. Je nachdem. Also, es gibt da einen Schreibtisch, der gehört Albert Wesker. Da gehen wir gleich hin. Ah, hier was im Fax? Ne, das kommt, glaube ich, erst noch. Und wenn man da raufklickt, da steht da irgendwie, hier ist nichts oder so. Chris Redfield hat den Schützenwettbewerb gewonnen. Genau, hier ist er. Obwohl, hier müsste eigentlich auch was liegen, ne? Ich glaube, hier liegt aber... Ah, war nicht doch. Ja. Genau, Patronen sind aber gut. Und zwar, wenn wir hier an den Schreibtisch klicken bei Wesker... Steht da, völlig verwüstet, jemand muss den Schreibtisch durchwühlt haben. So. Und das müssen wir jetzt ein paar Mal machen. Wenn ich mich nicht täusche, müssen wir das 50 Mal anklicken. Und dann finden wir tatsächlich ein Foto. Das heißt, ich werde jetzt verklicken. Entweder rede ich das jetzt tot oder ich schneide es auseinander. Ne, wenn ich es zusammenschneide, dann glaubt es mir nachher nicht, ne? Deswegen, ich klicke jetzt einfach mal immer weiter. Und wenn wir die 50 Mal erreicht haben... Denken wir an die 20, müssten wir gleich schon sein. Dann wird eine Nachricht kommen. Da frage ich mich dann wieder, wer soll auf sowas kommen? Ne? Also es ist ein sehr, sehr gut verstecktes Easter Egg, gerade schon zu dieser Zeit. PlayStation 1 Zeitalter. Finde ich schon cool, dass man da sowas gemacht hat.
Das ist wieder was für die Hardcore-Fans. Ihr könnt ja schon mal überlegen, was könnte man in Albert Weskers Schreibtisch für ein Foto finden? Ich finde das ziemlich, ziemlich interessant. Das muss ja sehr gut versteckt sein, weil so oft, wie sie jetzt da reinguckt, ne? Denkt man ja, ja, so oft, wie sie da jetzt gesucht hat, da kann sie ja eigentlich gar nichts mehr finden. Aber gleich auf einmal finden wir was. Ist vielleicht jetzt gerade nicht so spannend zum Ansehen. Aber ich mache das jetzt... Da! Guck mal, ein Film mitgenommen! Ja, den bringen wir jetzt gleich mal zum Entwickeln. Jetzt seid ihr neugierig, ne? Wir haben ein Foto gefunden. Es scheint eine Replik einer Waffe zu sein. Der Besitzer ist wahrscheinlich ein Sammler. Oder war. Gut, ich glaube, da wir jetzt auch nicht mehr viel tragen können... komm, wir kombinieren die nochmal eben. Dann können wir noch irgendwie eine Tür da öffnen, vielleicht die nächste. Ah, ein Fax. Meine ich doch. Da kommt doch noch was. Ja. Das dürft ihr euch natürlich auch gerne durchlesen. So, komm her. Ja, Staatspolizei. Okay. Dann lesen wir uns das auch nochmal durch. Gut, ich kenne das ja mittlerweile alles, von daher... Ja, ihr wahrscheinlich auch. Deswegen mache ich das jetzt hier so, dass ich das einfach mal durchblätter, ne? Okay. Und jetzt aber bitte raus. Gut. Das haben wir hier Leon gar nicht getroffen, ne? Die Szene fehlt dann komplett. Hm, okay. Aber dafür treffen wir ihn, glaube ich, gleich. Wenn ich das noch richtig weiß. Und hier sind echt keine Zombies, ne? Hier ist nichts. Ist echt sehr interessant. Ein kleiner Lüftungsschacht. Er ist viel zu kleiner, als dass ein Erwachsener hindurchpassen könnte. So, so. Ach, hier kommen wir noch gar nicht lang. Okay, dann treffen wir Leon noch nicht. Weil ich glaube, dass wir unsere Kennenlernszene, also wir kennen uns ja schon, aber hier im Polizeirevier unsere Begegnungsszene da hinter der Tür da haben werden, wo ich gerade eben rein wollte. Diese Piktür. Gut, dann werdet ihr jetzt ja gleich erfahren, was sich hinter diesem Foto verbirgt, oder diesem Film. Tja, was hat der Wesker für ein Foto in der Schublade? Warum ist das so gut versteckt gewesen, dass das keiner sehen soll? 50 Mal die Schublade durchwühlt und dann erst gefunden. Hm. Tja, schon ziemlich cool. Ihr werdet es gleich sehen. Okay. Dann gehen wir nochmal hier rein. So einen Schlüssel haben wir ja noch nicht. Ich überlege gerade, dann müsste ich jetzt ja wieder komplett zurückgehen eigentlich, ne? Ja. Gut, nützt alles nichts. Da muss ich ja am Licker nochmal vorbei, ne? Das ist doof. Okay. So, dann packen wir ein bisschen was weg. Die Medaille. Den packen wir auf jeden Fall erstmal weg. Den brauchen wir nicht. Ich glaube, ich schleppe nur ein kleines Kraut mit. Den Film, den lösen wir gleich ein. Den Rest behalte ich mal. Oder den kann ich auch gleich in einer anderen... Ist egal, den kann ich auch behalten. Behalte ich erstmal. So. Ja, dann entwickeln wir jetzt mal in den Film. So. Lange genug auf die Folter gespannt. Und jetzt benutzen wir den Film. Und was haben wir? Da. Rekrut. Ja, das ist Rebecca Chambers. Aus Teil 1, wir kennen sie. Und auch aus Resident Evil Zero, da taucht sie ja auch nochmal auf. Ja, also ein, ich sag mal so, ein leicht bekleidetes Foto von Rebecca Chambers in der Schublade von Albert Wesker. Ja. Gut, lassen wir das mal unkommentiert. Ihr könnt euch euren Teil dazu denken. Ich finde, das ist irgendwie ein lustiges Easter Egg, sowas. Aber da wäre ich früher, glaube ich, nie drauf gekommen. Wer klickt schon aus Spaß 50 Mal die gleiche Schublade an? Aber irgendeiner muss das irgendwann mal entdeckt haben oder rausgefunden haben. War da hinten eigentlich zu? Habe ich das auch nicht ausprobiert? Ja, habe ich ausprobiert. Karo, genau. Also Karo und Pik brauchen wir hier hinten. Müssen wir uns merken. Auf jeden Fall haben wir jetzt die Einhorn-Medaille und damit kommen wir jetzt ja schon weiter. Ich glaube, da bekommen wir unseren ersten Schlüssel. Ich weiß gar nicht jetzt welchen. Na, kommt jetzt schon die Überraschung? Ich mag die Geräusche. Ach, ist das schön. Ich mag dieses Spiel. So. Ach, scheiße. Der Licker ist ja immer noch da. Lauf ich weg? Lauf ich weg? Hi. Ich weiß gar nicht, ob wir auf lange Sicht immer schneller sind. Oh, ich glaube schon, ne? Ich glaube, einholen kann der uns direkt gar nicht. Er kann höchstens mal zum Sprung ansetzen. Dann haben wir die Arschkarte gezogen. Okay. Dann
Muss ich das Foto ablegen? Nee, nee, habe ich ja gar nicht dabei. Gut. Den Granatwerfer behalte ich auf jeden Fall, weil der ist gleich wichtig. Sollten wir denn gegenüber jetzt gleich reingehen. Wenn wir jetzt den Pik-Schlüssel kriegen, dann würde ich ja fast in Erwägung ziehen, wieder zurückzugehen, ne? Mal gucken. Bin gespannt. Irgendeinen Schlüssel werden wir bestimmt bekommen. Ja. Okay. Und es ist... Ja, der Pik-Schlüssel. Ach, verdammt. Ja, ich sehe es ja so, aber ich gucke mir trotzdem an. Ja, Pik. Und wir hatten zwei Pik-Türen, ne? Ach, fuck. Gehe ich wieder zurück? Ja, ich gehe nochmal zurück. Machen wir einfach mal. So, ich kann natürlich schon die andere Seite jetzt klar machen, aber ich bin neugierig, was wir jetzt hier alles finden werden. So. Ich glaube nämlich, die eine Tür, wo der Blicker da gerade vorliegt, da müssten wir jetzt auch reinkommen können. Das war, glaube ich, eine Pik-Tür. Hoffentlich liegt er auch da hinten irgendwo. Ah, fuck. Das war fast klar. Gut, da sind wir drin. Hier sind ja eigentlich auch keine Gegner drin, zumindest normalerweise. Also ich kenne das jetzt nicht auswendig, diese zwei zusätzlichen Szenarien. Das dürft ihr jetzt nicht denken. Ein Kopierer. Patrouillenbericht. Wie gesagt, ich habe einmal ein Let's Play dazu gesehen. Das ist aber auch schon wieder ein Monat oder so, oder noch länger her. Vielleicht sogar zwei Monate schon. Also ich kenne das, weiß Gott, nicht auswendig. Grundsätzlich natürlich weiß ich, was zu tun ist, weil ich das Spiel halt kenne, aber diese Szenarien halt nicht. Auf Fahrbahn, ja gut, nehmen wir mal mit. Also ich werde jetzt nicht darauf achten, von wegen möglichst wenig zu speichern, um irgendwie ein A-Ranking oder so zu bekommen. Das ist mir jetzt nicht so wichtig. Das sollte ja kein Speedrun werden. Ich möchte euch das schon ganz normal zeigen, ne? Wichtig ist mir vor allem die unterschiedlichen Cutscenes, die wir sehen und Story-Verläufe und natürlich auch die Endbosse unterscheiden. Also die unterscheiden sich nicht, aber sie sind anders platziert. Was sehr, sehr interessant ist. Ihr werdet das alles sehen. So, okay. Ist hier noch was drin? Akt über verschiedene Fälle, nichts, was hilfreich sein könnte. Und hier ist nichts drin, ne? Auf der anderen Seite auch nicht. Na gut. Dann gibt es hier nichts mehr. Dann renne ich jetzt auf jeden Fall nach rechts, genau. Ich hoffe, der Licker ist vor mir jetzt, also links von mir. Ist er nicht, er war eine Decke. Gut. Dann chillt er halt an der Decke. Okay. Dann kommen wir jetzt da im Obergeschoss weiter, genau. Da, da, da. Na, greift ihr nochmal? Nee. Einmal greifen reicht. Und der Flur ist noch nicht mit Zombies voll. Okay. So, schön. Ich könnte jetzt nochmal zur Truhe gehen und das Farbband ablegen. Ich weiß halt nicht, wie viel ich jetzt da oben gleich finden werde. Die nächste Truhe ist, glaube ich, nicht so dicht, ne? Ja, dann lege ich auch die Kurbel weg. Weil die Kurbel, die brauchen wir nur wirklich spät im Spiel. Also im Polizeirevierabschnitt sehr spät. Und deswegen lege ich die erstmal in die Kiste. Jo, das machen wir. Okay, den packen wir damit zu. Haben wir noch 5 Farbbänder. Die Kurbel brauchen wir später. Und den Rest behalte ich mal so, ne? Oh, ich denke schon. Kann nie verkehrt sein, so einen Granatwerfer bei sich zu haben. Okay, dann gehen wir jetzt ins Obergeschoss. Hilfe. Und ja, da genau, da können wir die Tür am Ende des Ganges können wir öffnen. Und ich denke, da müssten wir Leon treffen. Es könnte aber auch sein, dass wir da Licker treffen, fällt mir gerade ein. Aber gut, ich habe ja den Granatwerfer bei mir. Ich kann ja nicht ständig im Spiel alle Licker umgehen, das klappt auch nicht. Hätte ich speichern sollen? Ah, nee, ich glaube, das kriegen wir hin. Hoffe ich. Hoffe ich wirklich sehr. Ich will jetzt ja auch nicht alle 2 Meter speichern, das ist ja auch doof. Oh! Guck mal an. Cheryl! Sherry, ja beides, geht beides. Fall um. Nicht, dass wir jetzt gerade Leon erschossen haben. Okay, er ist tot. Waren das alle? Sieht so aus.
So, ja gut, wenn sie jetzt da durchgelaufen ist, glaube ich fast nicht, dass wir jetzt hier Licker zu erwarten haben, oder? Oh, schon nutzlos, der Schlüssel. Ja, geil. Das ist ja mal cool. Direkt beide Türen gefunden. Und, was haben wir jetzt hier? Ach, da ist er. Leon! Claire, you made it! Yeah. Have you seen a little girl around here? Yeah, you just missed her. Who is she? I don't know. But it's too dangerous for her to stay here alone. Leon, I'll go look for her. You go and find us a way out of here. Of course. But before I forget, here's a radio. That way we can keep in touch if something comes up. Ja, danke schön. Ja, jetzt haben wir Leon kennengelernt. Also, getroffen. I'll go look for her. You go and find us a way out of here. Ja, er ist sehr, sehr, sehr in Eile, wie man sieht. Ich glaube, da ist sie durchgekrabbelt, ne? Die Türe ist zugenagelt. Sieht so aus, als käme ich hier weiter. Nein, ihr müsst verstehen, nicht. Es sieht nicht so aus, als käme ich hier weiter, alles klar. Aber hier gab es was, ne? Ja, genau. Aber wir sind eigentlich ganz gut bestückt gerade munitionstechnisch. Wir haben über 100 Patronen, das ist ganz schön geil. So, und hier gab es, glaube ich, noch eine Schublade. Ja. Okay. Oh, das ist schön. Die nehmen wir mit. Auf jeden Fall. So, jetzt bin ich am Überlegen. Wo komme ich jetzt hier genau hin? Moment. Ich muss gerade nachdenken. Welche Stelle sind wir jetzt hier? Ach, hier sind wir schon. Ah, cool. Dann können wir dieses Rätsel ja auch schon lösen. Ich glaube, wie war das noch? Den und... Ja, genau. Ich weiß schon. Ach so, das ist noch gar nicht aktiviert, ne? Oder? Geht noch nicht. Das muss erst aktiviert werden, genau. Stimmt. Ah, warte mal. Hier unten war doch was. War hier in der Vase nicht was drin? Neben der Vase. Okay, das ist okay. Aber in der Vase nichts? Nee. Aber wir können uns jetzt eine super Krautmischung herstellen. Perfekt. Ja, genau, da kommen wir auch schon raus. Und hier kann man übrigens hingehen in die Ecke, ne? Das habe ich nie gewusst, glaube ich. Hier ist so ein kleiner Raum. Firmendaten in erster Linie von Umbrella, genau. Also, das habe ich, glaube ich, echt nie gesehen. Dass man... Also, allein von der Kameraperspektive habe ich das nie geschnallt, dass man da noch hintergehen kann. Okay, meinte, nicht, dass da jetzt was Tolles wäre, aber es geht halt. Gut, dann gehe ich jetzt mal eben hoch. Na, um das Rätsel zu aktivieren. So. Viele Bücher auf dem Regal behandeln das Thema Chemie. Andere sagen auch Chemie. Didelim. Genau. Ja, richtig. Und auf diesem Bild könnte man jetzt sehen, wie man die Regale anordnen muss. Da steht es auch, ne? Eine Bronzeplatte mit einem Bild darauf. Genau. Und da unten seht ihr halt diese Säulen. Und genauso müssen wir halt diese Bücherregale anordnen. Und jetzt ist nämlich der, genau, der Strom für die Regale eingeschaltet. Genau, so. Und wir müssen eigentlich nur die beiden linken einen nach rechts schieben. Und dann ist das Rätsel gelöst. So, die Frage ist natürlich jetzt auch... Aha, genau. Das war nämlich gerade meine Frage. Müssen wir mit Claire jetzt eigentlich diese Schachstecker finden? Also König, was ist das eigentlich? König, Springer, Läufer und Turmstecker, ne? Und nein, wir müssen mit Claire natürlich wieder diese, ja, Steine, genau. Schlangensteine ist das jetzt, die müssen wir finden. Also wir werden dann anscheinend auch wieder den Chief treffen. So, wir können jetzt oben weitergehen, wir können aber auch hier unten weitergehen. Boah, was will ich hier unten? Das ist die große Frage. Ich könnte auch oben lang. Ich gehe erstmal hier weiter. Ich glaube, oben geht es wirklich einfach nur zu dieser... zur Glocke, ne? Zum, also, ihr Glockenturm ist es ja nicht in dem Sinne, aber... Oh. Ja, ich weiß nicht, ob da was ist. Wir werden es rausfinden. Wir haben gut noch Munition. Wir gucken jetzt, ob da hinten was versteckt ist. Na komm. So. Und wenn da nur eine Schachtel Patronen ist, finde ich, hat sich schon fast gelohnt. Da ist nichts, ne? Gar nichts.
Ja gut. Dann säubern wir wenigstens den Bereich. Okay, komm. Wir müssen ja noch ein paar Mal durchlaufen, von daher. Oh, bist schon tot? Sehr gut. Das lobe ich mir. Aber dann können wir die Leiter jetzt hier runterlassen. Genau, eine schöne Abkürzung. Vernichten wir den da hinten.